Guten Tag, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sitzen hier im Studio von dem Flo von FloTube, der sich glücklicherweise bereit erklärt hat, ein kleines Interview zu führen. Dankeschön, Flo. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mich für dieses kleine Interview ausgewählt haben. Sie wurden ja getaggt. Genau. In einem genau, Video. Genau, das Tag-Video. Erzählen Sie doch mal. Ja, der Mike hat es ja ins Leben gerufen. Irgendwie unter einem meiner Videos kam auf einmal die Diskussion auf, Mensch, lass doch mal einen Bier-Tag machen. Ich glaube, der Flaming Flo, der mich auch getaggt hat, hatte diese Idee. Und ja, ich bin wirklich froh, hier mitmachen zu dürfen. Der Flaming Flo mit der Maske? Genau, Flaming Flo ist der mit der Maske. Obwohl er in den letzten Videos ja seine Maske abgelegt hat. Was halten Sie davon? Ja, das war ein großes Stück YouTube-Geschichte, als der Flaming Flo seine Maske abgelegt hat. Also ich habe ja immer gehofft, ihn mal zu sehen, einmal in sein Antlitz zu blicken, auch wenn es nur durch den Bildschirm ist. Aber dass es so schnell jetzt vonstatten geht, dass mein Wunsch so schnell in Erfüllung geht, das hätte ich nicht gedacht, nein. Hat Sie das überrascht? Ja, positiv. Sehr positiv. Interessant, doch. Aber es geht ja heute eher um Bier. Genau, es geht heute um Bier, Sie ja. Trinken also gerne mal ein Bier? Ja, ich trinke gerne mal ein Bier. Und welches genau? Welches, wie meinen Sie das? Naja, ich meine die Größe. Ach, die Größe. Ja, auf die Größe kommt es ja im Grunde sowieso nicht an. Es gibt ja Bier in 0,3 Liter Flaschen, in 0,5 Liter Flaschen, beziehungsweise Dosen oder auch in Sechserträgern oder in Kästen. Auch ein ganz praktisches Prinzip. Man kann es gut tragen, es ist viel Inhalt drin. Sie trinken also gerne kästenweise das Bier? Nein. Also alleine jetzt? Ja, alleine. Nein. Sie neigen doch zur Gier. Nein. Geben Sie es doch einfach zu. Ja, das eine Mal vielleicht, damals im Park, aber... Wissen Sie das ich bin investigativer Journalist, da befragt man nur mal das Umfeld und forscht nach. Ja, es ist mir jetzt schon ein bisschen unangenehm, darüber zu reden, deswegen machen Sie bitte einfach mal weiter mit diesem Interview. Dann werden wir das Hauptaugenmerk jetzt mal auf das Bier richten. Ja, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Das denke ich mir. Wenn Sie mir das erste Bier geben möchten, dann... Greifen Sie einfach mal beherzt zu und erzählen Sie was. Ja, gut. Was soll ich sagen? Ich bin ja nach Osnabrück gezogen. Ich wohne jetzt ja in Osnabrück und Osnabrück liegt in so einem kleinen Niedersachsen-Zipfel noch. Und dieser Niedersachsen-Zipfel ist umgeben von Nordrhein-Westfalen. Und dieses Herforder Bier kommt nun mal aus Herford. Herford ist ja gleich um die Ecke. Deswegen trinken das hier sehr viele Leute. Also ein richtig gutes Osnabrücker Bier ist mir bisher noch nicht untergekommen. Also es wird sehr viel Herforder ausgeschenkt. Probieren Sie doch ruhig mal einen Schluck. Gerne. Darf ich? Selbstverständlich. Cool. Haben Sie irgendwas zum Öffnen dabei? Sie könnten gerne mal ein investigatives Journalistenmesser nehmen. Bitte sehr. Ich habe auch so ein Messer. Sie hatten so ein Messer. Ich hoffe, es geht gut. Geht sehr gut, danke. Wunderbar. Muss ich irgendwie die Kamera halten oder sowas? Es wäre sehr gut, wenn Sie es in die Kamera halten würden und den Zuschauern vorstellen. Noch was sagen? Ja, richtig. Hallo. Das hier ist das Herforder Pilz. Das ist... das erste Bier, was ich heute... Bitte ein wenig schneller. Schneller? Das ist Herforder Bier. Ich wohne jetzt in Osnabrück und da trinkt man das. Gut. Sehr gut. Und jetzt nehmen Sie bitte mal einen Schluck. Und was sagen Sie? Man schmeckt schon die westfälische Braukunst, wie es auch hier unten drauf steht. Ey, Spaßvogel. Lang mal nicht in die Kamera ran hier, ja? Nicht die Kamera anpacken, Kumpel. Ist gut. Ja, verstanden? Ich habe doch gar nichts angefasst. Sind wir im Geschäft. So, weitermachen. Wie es schon hier unten drauf steht, es schmeckt eigentlich sehr gut. Es hat eine feine, herbe Note, aber nicht zu herb. Aber im Grunde ist es ganz lecker. Ja. Ist halt ein Bier ohne wirkliche Eigennote. Muss ich sagen. Also man schmeckt da jetzt schon, dass es Bier ist, aber... Sie meinen also, es fehlt Pfiff. Ja, genau. Ja, es fehlt, ja, wie Sie sagen, es fehlt der Pfiff. Richtig. Ja. Sie sind ein guter Interviewer, muss man ja sagen. Sie kennen auch sehr viele Worte. Ja, das liegt an meiner Mutter. Meine Mutter war eine begnadete Soufflöse. Sie lebte die Soufflöselei. Soufflösen sind doch die, die immer... Ja. Unten in den Kästen sitzen. Genau, meine Mutter lebte ihr Leben lang in einem Kasten. Die Mutter Sie lebte diese Flöselei. Aber egal, machen wir einfach weiter mit diesem Interview. Gerne. Sie sagten, Sie kommen aus Kiel. Das ist interessant. Kiel ist ja im Norden. Richtig. Erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen über Ihre Vergangenheit. Richtig. Ich komme ursprünglich aus Kiel. Also eigentlich so Kiel die Ecke. Nicht direkt in Kiel geboren, aber
Ich habe so lange in Kiel gewohnt, dass ich mich jetzt schon als Kieler bezeichnen würde. Entschuldigen Sie mal bitte. Oh Gott. Kiel liegt doch also im Norden. Ja, genau. Es ist doch eine Landeshauptstadt, ne? Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. Ja? Weiß kaum jemand, aber genau. Gut, dass Sie es erwähnen. Ja, also viele Leute sagen ja auch, dass Kiel der Arsch von Hamburg ist. Es stimmt ja auch, weil höher als Hamburg, entschuldigen Sie bitte, kommt man eigentlich weniger. Die Norddeutschen trinken gerne Bier. Hm, ja. Wir haben hier, wie Sie sehen, norddeutsche Biersorten. Ja, darf ich mir einfach eins wegnehmen? Hier, Sie haben gerne. Ja so nett was aufgetischt. Ja, nur für Sie. Oh, Ich sehe, Sie nehmen das Flens. Richtig, ja. Das hat auch der Flaming Flo ja schon vorgestellt. Ich habe es jetzt hier vorliegen, Sie haben es ja gekauft, in einer anderen Sorte. Das kenne ich jetzt auch noch nicht. Sehr interessant. Haben Sie mir einen Gefallen getan, dass ich meine andere Biersorte probieren darf? Soll ich es wieder in die Kamera halten? Natürlich müssen Sie das. Alles klar. So, das zweite Bier, was ich heute trinke, netterweise gesponsert von ihm hier. Ich habe auch einen Namen. Ich weiß, dass Sie einen Namen haben, aber ich spreche ihn nicht aus. Sie sitzen doch die ganze Zeit hinter der Kamera und ich sitze vor der Kamera. Deswegen geht es doch hier eigentlich um mich. Da muss ich doch nicht noch Sie erwähnen. Sowas von arrogant. Das gibt's ja nicht. Es ist das Flens mit dem Bügelverschluss, das Beugelbuddelbier mit dem wunderschönen Plopp. Es ist in der Kellerbier-Variante bitte jetzt da. Ist ja gut, ich beeil mich ja schon. So, ich mach's einfach mal auf. Da braucht man auch keinen Öffner. Das war jetzt nichts. Bitte machen Sie den Fump einmal nach. Fump! Dankeschön. Prost. Und das Bier kommt wirklich aus dem Keller? Bestimmt. Schmeckt's denn? Schmeckt sehr gut. Ein Stück Heimat, das Flens. Ja. Flensburg ist ja nördlich von Kiel. Flensburg ist noch über Kiel. Genau. Ja, nördlich von Kiel. Nicht weit weg. Eine der letzten Städte vor Dänemark. Ach, Dänemark. Wir haben auch ein dänisches Bier für Sie. Wirklich? Das ist ein Zufall. Ja, ne? Ja, wir haben nämlich das Faxe besorgt. Genau, das Faxe. Ja. Lustig, dass Sie es ansprechen, weil meine Tante damals, beziehungsweise, ja, meine Tante lebt noch, aber damals hat sie bei Faxe gearbeitet und wir haben immer zu Familienfeiern die Fässer bekommen, die irgendwie vom Laster gefallen sind, die man nicht mehr verkaufen konnte. Und der erste richtige Suff in der Familie habe ich mir mit Faxe richtig gegönnt, ja. Wir haben wir haben das dänische Faxe für Sie hier. Ja, Faxe ist dänisches Bier, ist richtig. Und wenn Sie mögen, können Sie es gerne mal probieren. Darf ich es wegnehmen? Selbstverständlich. Okay, da haben Sie aber auch keine Kosten und Mühen gescheut, Sie. Sie kleiner Lümmel. Ne? Soll ich es wieder reinhalten in die Kamera? Bitte sehr. Das Faxe, ist es wirklich ein Liter? Ein Liter Faxe, mein Gott. Keine Kosten und Mühen gescheut. Da sieht's. Darf ich es mal zeigen? Da sieht es irgendwie ganz klein aus, die Öffnung. Wäre lustig, wenn sie die auch größer gemacht hätten. Wie bei Punika, den Superschluck. Ich wüsste nicht, was das jetzt mit der Situation zu tun hat. Aber wir aufmachen, ne? Ja. Wieder das berühmte Klopfen. Warum dieses Klopfen jetzt? Man klopft, damit die Kohlensäure sich setzen kann. Es ist ja ein Unterdruck in dieser Dose. Es dient also der Sicherheit. Ja. Genau, man schützt sich eigentlich selbst davor, dass man mit der Dose hochgesprengt wird. Die Implosionsgefahr einer Faxedose, beziehungsweise einer Faxedose in Literform, ist schon sehr, sehr hoch. Man muss schon aufpassen, dass man sich damit nicht in die Luft sprengt. Also damals hat man ja auch davon gehört, dass viele Plattenbauten in die Luft geflogen sind. Schuld war Faxe. Ja, das war der große Faxe-Skandal von 73. Verwechseln Sie das nicht mit den Olympischen Spielen 72? Nein, ich verwechsel das jetzt nicht mit den Olympischen Spielen. Aber ich glaube, die hatten auch Faxe. So, ich öffne mal. Und muss ich die jetzt austrinken? Sie können gerne, müssen aber auch nicht. Danke. So, das Faxe. Ich habe ja schon gesagt, dass meine Tante damals bei Faxe gearbeitet hat und wie ich schon erwähnte, haben wir immer die Faxe-Fässer bekommen und das erinnert mich an meine Jugend, an meine Familie, an meine Wurzeln. Das Faxe, ich habe es nicht so gemocht damals, aber ich habe letztens mal wieder ein Faxe getrunken. Ja, also ist es was Besonderes. Ja. Und mir hat sehr gut geschmeckt. Es ist ja auch ein Qualitätsbier. Die Dänen halt, ne? Genau. Ist aber stabil, die Dose. Wie gesagt, Qualität. Entschuldigung, ich habe geplant. Das macht nichts, es ist ja Ihre Wohnung. Ja, stimmt.
Ich wohne genau. hier. Kommen wir jetzt einfach mal zu Ihren Lieblingsbiersorten. Erzählen Sie uns doch mal ein wenig, welche Sorten Sie gerne mögen. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, Lieblingsbiersorten habe ich eigentlich viele. Mein Geschmack wechselt. Mal habe ich Lust auf ein herbes Bier, mal habe ich Lust auf ein süßes Bier, mal habe ich Lust auf ein schales Bier, mal habe ich Lust auf gar kein Bier. Ja, haben Sie sich das gerade ausgedacht oder irgendwo aufgeschrieben? Ja, das habe ich mir gerade ausgedacht, wieso? Egal, aber schauen Sie mal auf den Tisch, was wir für Sie vorbereitet haben. Oh, wie wunderschön. Ja, das ist wirklich, ja, das hat der Flaming Flo ja auch in seinem Video gehabt. Es ist das Beck's. Das Beck's war das erste Bier, was mir richtig gut geschmeckt hat. Damals in meiner Jugend, ich habe viel Hansapilz getrunken. Von Aldi, dieses Karlsquell, oder nee, Karlsberg? Karlsquell ist es, ich verwechsel es immer mit Karlsberg. Karlsquell wird ja mit K geschrieben und Karlsberg, das gute, auch glaube ich, dänische Bier, wird ja mit Zäh geschrieben. Wird ja Zäh geschrieben. Ja, ein sehr zähes Bier. Entschuldigung, ich habe ein wenig einen Frosch im Hals gehabt. Genau. Das Beck's. Ich bitte Sie weniger, um den heißen Brei herumzureden und sich mehr aufs Bier zu konzentrieren. Jetzt ist das Bremer Bier dran. Ja, Beck's kommt aus Bremen, richtig. Es ist auch ein norddeutsches Bier. Ich finde sowieso, dass die Norddeutschen bessere Biere brauen als die Süddeutschen. In Süddeutschland dreht sich viel um Weizen und diese schweren Biersorten, dieses Brotige. Man trinkt und ist satt. Und ich finde, im Norden ist es diese herbe Frische. Und diese herbe Frische, mit der bin ich aufgewachsen, es ist natürlich ein antrainierter Geschmack. Also könnten Sie auch einen anderen Geschmack haben? Ja, ich denke, wenn ich süddeutsch wäre, ja, dann hätte ich einen anderen Geschmack, richtig. Ja. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man isst. Ja. Also, wenn man so an so einer Weißwurst lutscht. Also, das hört sich jetzt ja an. Das ist ein wenig komisch, der Ausdruck. Wenn man so an so einer Weißwurst lutscht, dann schmeckt wahrscheinlich ein Weizen besser als jetzt dann irgendwas schmeckt's anderes. Also besser. Ja. Könnten Sie sich jetzt im Moment vorstellen, an der Weißwurst zu lutschen? Nein? Ich mach mal auf. Ja, bitte. Das Beck's. Unverkennbar. Ja, wirklich sehr köstlich. Wollen Sie auch mal riechen? Ach, warum nicht? Ja. Entschuldigung. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Unverkennbar Beck's. Darf ich nochmal? Selbstverständlich. Wenn ich jetzt mal hier probiere, das ist viel herber. Und das hier, es schmeckt frisch, es schmeckt luftig, es schmeckt, entschuldigen Sie bitte. Ja, natürlich. Oh Gott, ist das eklig. Es schmeckt wirklich, ja, so ein wenig moosig, Ich weiß nicht mehr, was der Flaming Flo gesagt hat. Ich glaube, er sagte grasig. Hat er grasig gesagt? Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Charakteristik des Beck's. Genau. Ist es also, was es so besonders macht und ihn auch besonders zusagt? Danke, nein, ich trinke nicht. Trinken Sie nicht? Während des Drehs nicht, nein. Ach so. Das mache ich nie. Ja, natürlich. Professionalität ist das A und O eines jeden Videos. Ich kenne es ja von mir selber auch. Eigentlich sollte man einen klaren Kopf bewahren, wenn man ein Video dreht, natürlich. So sehe ich es auch. Wir sind doch alle Profis. Ich im Interview machen, Sie natürlich auf YouTube. Sie brauchen natürlich auch einen klaren Kopf, wenn Sie sich neue Projekte überlegen und auch, Boah, schmeckt aber auch gut. So soll es sein, Herr Flotyp. Das Interview neigt sich langsam dem Ende zu, aber ein Bier haben wir noch für Sie. Eins haben wir noch? Richtig. Haben Sie vielleicht eine Idee, welches es sein könnte? Ich wüsste nicht, was es sein könnte. Nein, überraschen Sie mich. Wenn Sie ein Lieblingsbier sich auserkoren müssten. Mein Lieblingsbier? Richtig. Budweiser. Oh, gut. Wir haben jetzt ein Heineken für Sie besorgt. Auch nicht schlecht. Gut, ich nehme es mir einfach mal weg. Gerne. Heineken, auch ein sehr schönes Bier. Es ist holländisch, soweit ich das jetzt weiß. Okay, Kontakt Heineken Deutschland aus Berlin. Aber Heineken ist doch eigentlich im Grunde holländisch. Genau. Oder? Bin ich da jetzt vollkommen falsch? Nein, damit liegen Sie richtig. Es ist eine der größten holländischen Biermarken überhaupt. Ich öffne es mal. Gerne. Ja, richtig. Heineken ist natürlich ein großes Bier. Man sieht es hier natürlich auch. Es sponsert die Champions League. Genau. Und da kommt natürlich Geld in den Laden rein, ja. Deswegen, es ist ja auch das Problem. Generell in
allen Bereichen des Lebens, dass die großen Konzerne sich über Wasser halten, indem sie große Sponsorenverträge haben mit irgendwelchen anderen Vereinen und so weiter. Und da kommt wieder Geld in die Kasse und die Großen schaukeln sich gegenseitig hoch und die Kleinen, ja, wenn sie nicht entdeckt werden, bleiben unten. Das könnte man doch auch auf ihren YouTube-Kanal beziehen. Wieso kommen Sie jetzt auf meinen YouTube-Kanal? Naja, weil so erfolgreich sind Sie jetzt. Hören Sie mal, ich habe 82 Abonnenten. Und das ist ja wohl schon mal eine Leistung. Sagten ja. Sie nicht, dass Sie ein großer YouTube-Star sein ja, wollen? Ja, weil ich gesagt habe, hier, großer YouTube-Star. Ja, habe ich das überhaupt gesagt? Ich bin mir nicht sicher, nicht, dass Sie mir jetzt irgendwelche Worte in den Mund legen, nur weil ich hier halbwegs betrunken, wegen Ihres Fehlverhaltens, mir hier irgendwie so viele Biersorten hinzustellen, beschuldigt werde, irgendwas zu sagen. Ja, Sie Pappnase. Pappnase? Aber es geht Moment hier um... Moment mal kurz. Ja. Hören Sie mir mal zu. Ich lasse mich hier nicht beschuldigen, dass... Ich habe Sie hier nicht beschuldigt, mir was in den Mund gelegt zu haben. Wollen Sie eine Weißwurst? Kommen Sie jetzt schon wieder auf Weißwurst? Weil Sie in den Mund gelegt gesagt haben. Ja. Eins meiner Lieblingsbiersorten ist dieses Budweil. Heineken. Definitiv Heineken ist eins meiner Lieblingsbiersorten. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich kenne es natürlich nicht. Ah. Und? Wirklich sehr lecker. Da schmeckt man die Champions League schon raus. Ich meine, wenn jeder Spieler, ein Sechserträger, Heineken, vor jedem Spiel trinken würde, wären die Spiele der Champions League definitiv interessanter. Könnten Sie das etwas genauer erklären? Stellen Sie sich mal den Ronaldo vor. Ja? Wie er da gerade so einen Freistoß machen will mit seinem, wie er da so steht, ja, und mit so einem Sechserträger im Schädel. Dann ist da der Neuer im Tor und der Neuer denkt sich auch so, oh, welchen Ball fange ich jetzt? Es wird viel interessanter. Bier könnte jegliche Lebensbereiche interessanter machen. Es sollen also alle trinken? Nein, ich will jetzt niemanden zum Trinken anstiften, schon gar nicht irgendwelche Profifußballer. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Interessant ist es schon, nur müsste das Dopinggesetz etwas entschärft werden. Ja, Moment mal kurz. Das Heiligen. Dieses Interview neigt sich langsam dem Ende zu. Trinken Sie nochmal einen großen Schluck und überlegen langsam, wen Sie taggen könnten. Richtig. Ach, jetzt muss ich taggen, ne? Genau. Ja, genau. Sind wir schon am Ende? Fast. Darf ich nochmal einen Schluck nehmen? Bedienen Sie sich. Das ist toll. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme mal das Faxe. Da ist so schön viel drin. Ja, das wundert mich jetzt wirklich nicht. Ich möchte mich schon einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie diesem Interview... Geht's Ihnen gut? Wohl ja. Wie gesagt, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie zur Verfügung gestanden haben für dieses Interview. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Richtig schön. Also, dass Sie mir die ganzen feinen Biersorten ins Haus geholt haben und mich daran teilhaben lassen, an dieser wundervollen Erfahrung des Biertags. Bevor ich es vergesse. Ist schon Erfahrung wert. Welche Biersorten trinken Sie, wenn Sie pleite sind? Ja, stimmt. Biersorten, die man trinkt, wenn man pleite ist. Da habe ich aus meinem eigenen Bestand mal zwei Dosen geholt. Die sind aber schon leer, weil ich hatte gestern Notstand. Ich hatte Durst, aber kein gutes Bier mehr. Da habe ich mir irgendwie die billigen Biersorten in den Kopf geschraubt. Es ist einmal, wie in jedem zweiten Video von mir zu sehen, das Schlosspilz und des Namens wegen Pilsator. Das sind so die beiden Biersorten. Entschuldigung. Das eine gibt es beim Netto und das andere gibt es, glaube ich, beim Edeka. Beziehungsweise bei uns ist es Alfrisch, aber Alfrisch ist der Edeka-Gruppe zuzuordnen. Faszinierend. Bedienen Sie sich. Geil. Ich greife einfach wahllos rein. Bei Ihnen wundert mich schon langsam gar nichts mehr. Aber das Ende des Videos ist da. Bitte taggen Sie jetzt. Genau. Das Ende des Videos. Ich tagge. Wen tagge ich denn? Wer Ihnen gerade so in den Sinn kommt. Genau. Ich tagge Gronkh. Gronkh. Und PewDiePie. Entschuldigen Sie bitte, das geht jetzt leider nicht. Geht nicht? Nein. Wieso nicht? Das Management von denen verbietet das. Ach, Management. Management ist der Untergang einer jeden gepflegten Tech-Kultur. Es tut mir wirklich leid, aber ich möchte... Ja, trinken Sie ruhig. Ja. Ich möchte Sie jetzt aber bitten... Eben gerade schon. Man müsste hier so eine Drehscheibe haben. Drehscheibe, ja. Ich möchte Sie bitten, nicht so viel Zeit zu schinden. Ja, das ist ein komischer Kauz. Das mag sein. Mhm. Und endlich jemanden zu taggen. Genau.
Dann tagge ich Mr. Tutorial. Das geht auch nicht. Dann tagge ich den DJ 79. Okay, das geht. Wie viel darf ich denn? Zwei. Zwei? Ja. Der Sander hat aber auch vier. Dann machen wir drei. Dann drei? Ja. Okay, den DJ 79 und ich überlege hin und her. Also den DJ 79, den Saki, tagge ich auch. Und ich weiß nicht, ob er mitmacht. Er hat sich eigentlich aus dem YouTube-Geschäft zurückgezogen. Es ist auch ein knallhartes Business. Sie merken, also man kann sich nur mit Alkohol über Wasser halten. Dann tagge ich noch, also ich tagge den DJ 79. Was wird das jetzt hier ein Merkspiel? Muss ich auch gerade dran denken. Das ist ein bisschen wie ich packe meinen Koffer. Also DJ 79, den Saki. Und ich versuch's mal. Eventuell dreht er noch ein Video, weil ich habe ja die Regaflex-Regale, wo sie jetzt mit ihrem Körper vorsitzen, habe ich ja gekauft, weil ich ihn gefragt habe, was sind das für Regale, weil ich sie geil fand. Es ist der Filmemessi. Also, ich tagge meinen Koffer. Wirklich witzig. Also langsam sind wir an der Wellenlänge, ne? Nein, sind wir nicht. Den DJ 79, den Saki. Und den Filmemessi. Ich probier's mal. Wenn er nicht mitmacht, habe ich ja noch zwei andere im Petto. Dann haben wir es doch. Ich bedanke mich bei Ihnen für diesen kleinen Einblick in Ihr Leben. Vielen Dank. Genau. Und verabschieden Sie sich doch noch. Wir lassen Sie hier, ne? Sie haben es nötiger. Gut. Verabschieden Sie sich doch noch von den Zuschauern. Soll ich noch Tschüss sagen? Tschüss, Leute. Das war mein Biertag-Antwort-Video von ursprünglich. Ich mach's doch kurz. Ursprünglich von Mike, Idee von Flaming Flow, getaggt wurde ich von Flaming Flow und der ursprünglich von Mike. Denkt drüber nach, malt euch ein Mindmap und macht's gut. Ich verbeuge mich vor eurer Aushaltefähigkeit. Müssten dann mal ich langsam. Bin doch schon fertig. Ich muss Schluss machen. Er hat's eilig. Ich trinke noch einen Schluck. Auf euch, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss. Schmeckt gut.